Hallo und willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Bevor wir jetzt hier richtig loslegen, möchte ich euch nochmal kurz was zeigen, weil ich bin ja, wie ich gestern schon gesagt hatte, heute in Hamburg und da war ich kurz bei den Playa Games. Also, was heißt, ich war da kurz, ich habe mir das Gebäude mal angeguckt und mal gucken, achtet mal genau darauf, ob ihr es erkennt, in welcher Etage die ihre Büros haben. So, hallo, hier bin ich jetzt live bei den Playa Games. Da oben kann man es lesen. Da. Und ja, schaut euch mal an, wie es hier aussieht. Also da sieht man, der Steam-Patch, der hat hier ordentlich Ressourcen verschlungen. Die sind da ganz schön am Umbauen gewesen. Und da kommen bestimmt gerade die Entwickler, die noch die Flimmerkiste nachpatchen wollen. Weil das dauert ja bestimmt noch. Ja, also hier ist alles im Fluss. Na, ist es euch aufgefallen? Genau, weil wir haben ja hier den Dungeon, der 13. Stock. Und da sind ja eigentlich die ganzen Ent oder einige der Entwickler drin mit hier als Charaktere. Aber die arbeiten gar nicht im 13. Stock, sondern im 9. Stock. Von daher hätten sie eigentlich den Dungeon ein bisschen anders nennen müssen. Aber ich dachte, denk mir halt, weil es ja der 13. Dungeon ist, dass sie den da, oder? Ist der 13? Können wir mal zählen? 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, genau. Also wird sich's bestimmt eher darauf beziehen. Und der Fahrstuhl sah auch ein bisschen anders aus. Also ich frag mich ja wirklich, was da so los war. Also entschuldige bitte nochmal die Qualität. War wirklich nur so mein Handyvideo. Ja. Aber war mal schön da gewesen zu sein. Die Leute vor der Tür, die da gerade standen, ich hoffe mal nicht, dass das irgendwelche Angestellten von denen waren, müssen mich für leicht verrückt gehalten haben. Ja, und dann können wir hier mal loslegen. Ich spiele jetzt schon fleißig Alu. Mal gucken. So, also zwischen den beiden Quests schwanke ich hier. Die hat ein bisschen, aber die ist besser. Und bringt halt auch noch das Item. Der einzige Nachteil wäre da halt, dass es da nicht. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht zwei Items geben kann. Also dass man halt ein Item bekommt, wenn sowieso schon eins vorgesehen ist. Und dann noch eins durch die Verzauberung. Wo haben wir sie hier? 10% einen Gegenstand zu finden. Also mir ist es, glaube ich, noch nicht passiert, dass ich da was gefunden habe. So, das Ding können wir auch mal verkaufen. Und ja, genau. Also von daher weiß ich halt nicht, ob es immer so gut ist, Quests mit Items zu nehmen. Aber offizielles Statement war ja, dass es möglich ist, da was zu finden. Apropos offizielle Statements, hier ist zwar ein bisschen abgehackt, aber ihr könnt ja das Bild so halb sehen. Es wurde auch schon hier per Ingame-Post ja angekündigt. Es gibt dieses ganze Wochenende 20% mehr Pilze und halt Epic Event. Und jetzt ist es halt auch offiziell im Forum. Ja, also die Steam-App, die kann man so ein bisschen, naja. Also für mich ist es, glaube ich, so, dass sie einfach die Handy-App genommen haben und die da in Steam reingeschoben haben. Also, naja. Also ich finde, einerseits ist es ja auch gut, weil wenn es jetzt da viel mehr Features geben würde, wie man hier im Browser hat, weiß ich nicht, ob die Leute damit alle so glücklich wären. Aber so ist es, naja, auch nicht so viel. So, aber was wir jetzt hier auch noch machen müssen, ist hier mal das Häkchen rausmachen. Und dann können wir nämlich rucki-zucki hier mal durchdrehen. Und Stein, Holz, Pilze, Gold. Oh, das geht ja so schnell. Ja, cool. Und nochmal XP. Und Handschuhe. Und ein Bogen. Und dann ist unsere Tasche fast voll. Dann müssen wir auf jeden Fall Platz machen. Heute war ein Gürtel. Aber das Ding kann auf jeden Fall weg. Ja, wenn der noch einen Sockel hätte, könnte man fast drüber nachdenken. So, was haben wir hier? 1,5. Oh, ein Gürtel. Okay. Wir nehmen die. Ist besser. Ja, und halt die schönen Flimmerkisten. Also um diese Uhrzeit, da kommen halt einfach viele. Aber hier müssen wir noch ein bisschen
warten, bis wir das machen können. Und ich glaube, ich werde einfach die Holzfällerhütte bauen. Das ist am sinnigsten. Dann kriege ich erstmal ein bisschen was. So, wir können hier noch 7 Mal was machen. Und schön Holz und Gold und Schuhe und Rucksack voll. Der Pömpel kann weg. Die sind ja richtig viel wert. So, und nochmal Gold und nochmal Gold. Ja, ich will ja morgen beim Epic-Event ordentlich blättern, aber ich habe jetzt noch 40 Mille und die verskille ich einfach mal noch, weil ich jetzt dann gleich schon im Video die ganzen Kämpfe mache, weil ich nicht mehr weiß, wie ich es morgen hinkriege, ob es da alles so passt. Von daher nehme ich sie jetzt schon auf und werde es dann morgen früh zum Frühstück hochladen. Und ja, also ich habe auch sau wenig Lucky Coins. Da fällt halt mal so ein Tag Zugfahrt voll rein. Da fehlt einfach ein bisschen was. So, aber dann können wir hier schon mal die ganzen wichtigen Kämpfe machen, weil ich ja dann heute kein Gold mehr verskillen werde. Und es recht unwahrscheinlich ist, dass ich noch irgendwie ein Epic finde, was mich jetzt verbessern würde. Ja, war nicht so pralle, wenn man hier mal auf die anderen so guckt. Okay, Knuffi habe ich ein bisschen überboten, aber war heute nicht so ein guter Try. Aber jetzt, wir hatten es ja eben schon mal. 10%, also der wird gleich wieder 20 haben. Das ist so ein kleiner Bug, wenn man halt vor 0 Uhr das Spiel noch nicht neu geladen hat, dann zeigt er das falsch an. Aber vielleicht besiegen wir ihn ja auch. Mal gucken. Wir versuchen es mal einfach mal. Vielleicht hat er nur noch 10%. Aber es sieht eher aus wie 20. So, fängt gut an. Zweimal ausgewichen, dreimal ausgewichen. Ich habe ein gutes Gefühl. Viermal ausgewichen. So, komm. Weich nochmal aus. Fünfmal ausgewichen. Ich glaube, so viel hatten wir gestern auch. Oh, noch ein sechstes Mal. Ein siebtes Mal. Das wird gut, das wird gut. Oh, Crit. Scheiße. Achtmal ausweichen, komm. Oh, fuck, fuck, fuck. Jetzt könnt ihr das mit dem Dresden ausweichen. Crit, crit. Yes! 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 Woo! Wenn es jetzt nicht nachts um 12:30 wäre, würde ich jetzt hier singen und tanzen, aber ich wackel gerade mit meinen Armen rum und schüttel den Oberkörper. Ja, dem hast du es gegeben. Der nächste, an dem nächsten wirst du allerdings kläglich scheitern, sagt die Prophezeiung. Schade. Schauen wir mal, der nächste müsste auch ein Krieger sein, nur mit ein bisschen mehr Attributen. Da können wir ja uns den noch mal kurz anschauen jetzt, wie der heißt. Dämonenportal, der Hexor. Ist 6 Level höher, also fast Level 400. Aber da müsste unsere Rüstung reicht, glaube ich, ein bisschen für über Level 400. Genau, ich glaube 10.000 Rüstung reicht genau bis 400. So war das. Und wir haben ja ein bisschen mehr, von daher reicht es bei dem aus. Wir können keine Tränke kaufen, weil wir kein Gold haben. Also die kaufe ich auf jeden Fall gleich mal noch. Wenn die nächste Quest rum ist, dann müsste es ja wieder ein bisschen was geben. Oder wir können eigentlich noch den Bogen verkaufen. Kommen bestimmt heute noch ein paar gute Items rein. Und zack, da hält es schon bis zum 9.3. Fast bis zum Geburtstag. Ne, 8. war Frauentag, glaube ich. Übrigens, dann denken, da könnt ihr schön Blümchen kaufen. Ja, kam leider kein Epic, schade. Ein anderer bei uns in der Gilde, der hat vorhin einmal geblättert und da kam ein Epic. Aber ich blätter jetzt nicht, das hebe ich mir auf für morgen. Ja, weil mein Plan ist ja, wenn wir hier mal ins Logos gucken. Das Ding ist bei 790. Wenn ich da jetzt noch ein Item hoch rein für mich bei 820 und beim nächsten bei 850. Und dennoch 3 Epics und das Ding haben wir voll. Also 3 Epics möchte ich mindestens kriegen. Also 2, weil einmal habe ich ja den Gürtel. Den könnte ich ja theoretisch auch mit dem Stein sockeln, aber da möchte ich lieber jetzt einen Geschick-Edelstein reinpacken. Dann kann ich den sockeln. Und ich muss ja sowieso Tränke blättern, um es bis zum nächsten Epic-Event zu schaffen. Also mit vollen Ausdauertrank. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen im Zauberladen blättern und dann vielleicht nochmal 10, 20 Pilze im Waffenladen, weil die Schuhe sind eigentlich gut. Ja, die Schuhe sind gut, die Hände sind richtig, richtig gut. Der Helm, naja. Und der Gürtel, also hier, ja. Da habe ich sogar noch eine, die mal gesockelt habe. Also von daher Gürtel brauche ich auch nicht austauschen. Das Einzige, was halt wäre, was wirklich gut wäre auszutauschen, wäre halt das Ding hier.
Aber ich finde noch nicht so viele Waffen, die wirklich mehr Schaden haben. Ihr habt ja eben gesehen, die Waffe, die ich da hatte, die hatte zwei mehr Schaden. Ich finde hier ganz oft im Waffenladen noch welche mit weniger Schaden, die irgendwie noch zwei oder vier weniger haben. Von daher, ich hatte auch jetzt seit dem letzten Epic-Event, glaube ich, nur zwei Level-Ups. Also das ist nicht so viel, was man da jetzt mehr kriegen könnte. Das Einzige wäre halt wirklich ein Sockel. Aber dafür jetzt so stark auf Waffen zu blättern, weiß ich nicht. Das Ding würde ich natürlich noch gerne austauschen gegen einen Dreier-Epic. Aber ich werde halt dieses Event maximal runterblättern, bis ich auf 100 Pilze bin. Also 100 muss ich noch als Puffer behalten. Ah ne, wir haben ja 20 Pro. Ich bin noch ein Held, ey. Genau. Da ich ja über 200 Abonnenten jetzt habe, oder 200 Abonnenten, mache ich ein Special und ich hau so richtig einen raus und gebe 100 € für Pilze aus. Ja, viele fragen, ob ich irgendwie eine Karte verlosen könnte. Kann ich mir nicht so leisten. Ich steck's lieber hier erstmal in den Char, dass ich hier noch ein paar Pilze kaufe. Aber ihr dürft gerne zugucken, wie ich die kaufe. Das mache ich dann live im Video. Dann könnt ihr alle meine Kreditkartennummer sehen und euch auch selber ein paar Pilze kaufen. Versprochen. Nein. Ja. Denn hatte ich. Warte mal, können wir den. Ja. Nein. Doch, wir haben jetzt drei Soldaten. Mit dreien können wir den angreifen. Da machen wir sogar ein bisschen Plus. Eins. Oh, schafft man den schon mit zweien? Oh, da hätten wir noch mehr Plus machen können. Ihr seht, 2000 oder 3000 Holz plus und ganz wenig Stein. Aber immerhin. Aber eben vor einer Weile, da hatte ich einen richtig coolen Kampf bei dem Kackihaufen. Also das gibt jetzt mehrere bei uns auf dem Server, die eine ähnliche Def haben. Ich glaube, der Seth und, ach, wer war das denn noch? Ich glaube, El Punto, der hatte auch genauso viel. Also 11 Magier. Und ich habe es geschafft mit 26. Aber beim anderen hatte ich bei derselben Konstellation schon auf 28 hoch. Ich gehe jetzt immer noch mit Puffer mit 30 rein. Aber ich glaube, ich werde es ab dem nächsten Kampf mal mit 29 versuchen. Aber das ist einfach verdammtes Risiko. Weil da gebe ich, glaube ich, lieber die 6000 Holz und 2000 Steine mehr aus, bevor ich dann wirklich 180.000 Holz verliere. Und die Gewinne sind im Vergleich zu dem, was man riskiert beim Einsatz, nicht so hoch. Also hier jetzt war 40.000 Holz gewonnen und 26.000. Nee, ich habe ja 30 geschickt, also 6, 7.000 Holz gut, Steingut gewonnen. Ist nicht viel, aber immerhin. Aber im Vergleich zu dem, was man einsetzt, also bei einer Mauer, da setzt man ja in etwa, da geht es noch von dem Risiko, aber man wird nicht reich durch Festungskämpfe, sage ich euch. Also wenn ich jetzt nochmal anfangen könnte, da würde ich wirklich sagen, Kaserne, nicht ausbauen, Stufe 0 lassen. Und bei der Schmiede spare ich mir die ganzen Ressourcen hier rein, bleib einfach irgendwo ganz unten hier im Mittelfeld. Wir können ja mal bei der Festung reinschauen. Also hier haben wir ja die relativ weit oben sind. Wir können mal gucken, was ich hier so habe. Ich habe 287. Ja, habe ich den hier? 300 hat einer beim Festungsausbau. Bin ich eigentlich recht weit oben? Wusste ich gar nicht. Ich dachte hier, die anderen wären alle noch viel weiter hoch. Wo haben wir hier den denn? Was ist denn der Knuffi? Der hatte doch ja auch so viel reingebuttert, dachte ich immer. Gerade blind. Ach, hier ganz unten ist er doch. 305er Ausbau. Ja, also ich glaube, der hat es auch mit Kämpfen aufgegeben und lässt jetzt einfach sich ein bisschen fallen. Da können wir mal gucken, wenn wir jetzt hier ein bisschen runtergehen, ob hier noch irgendwer ist mit über 300 oder an die 300 ran. Hier 279. Okay, das ist auch bei uns. Der hat ja auch gesagt, der ganz lange war er ein bisschen unten und jetzt macht er doch wieder ein paar Kämpfe. Einfach nur ein paar Rest zu kriegen. So. Okay, ja, hier sind erstmal nicht so viel. Oh, Quest ist fertig. Und. Risiko.
Weil 300.000 XP für eine Quest, das ist ja hier nicht selten. Ja, dann hätten wir eigentlich, glaube ich, so die wichtigsten Sachen auf dem Server durch. Dann können wir rüber zum nächsten gehen. Ich mache eigentlich wirklich immer viel zu lange Videos. Ich sollte irgendwie viel, viel kürzer machen. So, hier Tränke brauchen wir nicht. Dann verscherbeln wir einfach mal den Stärketrank. 6 Stärke. Nee. Juhu, Glück gehabt. Ich weiß nicht, was ich jetzt auswendig gekauft hätte. Wir können auch erstmal einen Kampf machen. Da können wir wieder unsere Farm besuchen. Und ein Gold abholen. Schaum. Oh, schade. Aber ein Ausdauertrank, den können wir gleich verzehren. Ach, der ohne Pilze, das wär's. Hier gucken wir auch gleich mal rein. Hier können wir zweimal drehen. 13 Silber und nochmal 52 Silber. Ah, schön. Ah ne, weil er. Die Lucky Coins glatt auf 0 waren, deshalb zeigt er sie jetzt nicht mehr an. Ja, denn was machen wir damit? Ich glaube, da warte ich noch ein Skill nachher hier. Ausdauer oder Intelligenz. Bei uns in der Gilde. Da habe ich jetzt wen Neues eingeladen. Hier, Level 16er, wird morgen ein bisschen Gold spenden. Ich denke mal, morgen Abend muss ich dich denn wieder entlassen. Weil es kommen immer wieder noch ein paar neue, die hier rein wollen. Und ich habe jetzt erstmal alle, die ein bisschen länger weg waren, bis auf Le Quest. Du hast jetzt noch eine Chance. Du solltest bald online kommen. Sonst, wenn der nächste anfragt, kann es sein, dass du dann auch erstmal raus bist. Jo. Also, ihr könnt euch auch gerne abmelden. Was da, glaube ich, gut wäre, wäre in die Charakterbeschreibung reinzuschreiben: Hier, ich bin jetzt mal eine Woche weg oder so. Dann gucke ich da jetzt immer rein und. Kick nur, wenn da nichts drin steht. Schreibt am besten rein, wann ihr wiederkommt. Aber ich hoffe natürlich, dass wir morgen hier genug Gold kriegen von dem Rabbit, dass wir dann die Festung einmal ausbauen müssen. Denn brauche ich dich auch nicht gegen. Keine Sorge. Ja, hier haben wir auch eine Flimmerkiste. Aber leider nichts Gutes drin. Und hier oben ist immer noch was los. Die schwarzen Seelen. Sind auch dabei. Ja, könnt ihr euch mal angucken, wer dabei ist. Hier, da sucht wohl jemand eine neue Gilde oder hat aufgehört. Mal gucken. Bla bla bla. Ja. Oder wurde gekickt, weil er böse war. Na. Werde ich mal versuchen, im Blick zu behalten, was da los war. Dann schauen wir mal bei den Gilden. Ja, dass die sich hier noch auf Platz 1 halten, aber haben auch nicht mehr so viel Puffer. Wenn man jetzt hier so mal schaut, sind alle schon bei 1700 in etwa und dann hier 1600 und dann geht es hier so langsam runter. Also es sind nicht so große Abstände, also es ist ein guter Gildenkampf, denn hat man ihn schon überholt. Gucken, von wem werden die denn deine Gilde greift? Nee, die greifen an, aber die sind doch. Greift deine Gilde momentan nicht an. Irgendwie. Bin ich gerade blind? Ah, nee. Ich dachte mal, wenn die so ausgegraut sind, dann kann man die nicht. Ah, nee, die Deutschen greifen die an. Genau, so rum ist es. Oh, ist einfach schon zu spät. Ich sollte einfach schlafen gehen. Genau, ja. Also von daher werden die sich wohl noch ein bisschen hier ausgleichen. Guck, die Deutschen sind da doch ein bisschen besser. Auch wenn ich da jetzt nicht so patriotisch bin. Ja, denn nochmal kurz bei den Festungen Blick rein. Ja. Und da können wir mal gucken, ob hier weiter unten welche sind. Die jetzt vielleicht auch. Warte mal, hier oben waren da schon welche mit 200. Oh. Das war zu schnell. Ne, 200 ist eher selten, aber wir können ja mal hier ein bisschen weiter unten gucken, ob da denn vielleicht noch ein paar Ausreißer sind. Ach, Ehre kriegt man ja nur, wenn man gewinnt. Gucken wir mal noch eins runter an. Habe ich vielleicht auch Ehre? Mal gucken. Ne,
Ich habe noch 0. Aber mal gucken, gibt es hier irgendwelche mit Ausbau? Kann man hier so? Ah, kann man leider nicht gedrückt halten. Dann gucken wir mal hier bei 1, 2, 2. Oh, hier geht es langsam los. Ah, ich glaube, man kriegt für jeden Ausbau automatisch ein bisschen Ehre. Von daher können wir da nicht ganz so weit unten gucken. Das war eins zu viel. Okay, hier, die haben alle gleich viel. Gucken wir mal hier. Ja, hier ist auch noch nicht so viel. Also, ich glaube, ganz so weit unten werden die denn doch nicht sein. Die oben mitspielen, aber wir können ja mal hier gucken, ob hier irgendwelche Ausreißer dabei sind. Hier, der hat recht wenig Ehre dafür, dass er schon so weit oben ist. Von daher wird der wohl nicht ganz so viel kämpfen. Gucken, haben wir hier noch ein mehr wie 130? Ah, hier auch so 125. Die fahren dann wohl alle eine andere Taktik und lassen sich halt am Anfang ein bisschen angreifen. Und hier ist auch eine glatte Zahl, das heißt, er könnte noch nicht einen Kampf gemacht haben. Der wird vielleicht jetzt noch angegriffen, aber der baut sich halt einfach eine kleine Mauer auf und ein bisschen Def für den Anfang. Da kann ich mal kurz so auf einen anderen Server gucken und nochmal meine Alu klicken, weil so viel Zeit muss sein. Und dann hoffentlich den Faden nicht verlieren. Genau, also da reicht es halt aus, wenn man hier seine Bogenschützen, was weiß ich, auf 6 oder bis 10 Bogenschützen da sind, baut. Und dann vielleicht mit der Schmiede noch ein, zweimal ausbauen, denn die Mauer ein bisschen hoch. Also, weil am Anfang sind die Bauzeiten ja auch nicht lange und die Ressourcen auch nicht so teuer. Da kann man das vielleicht einfach so ein bisschen mitnehmen. Aber dann, wenn man irgendwie hier schon so einen Tag lang Bauzeiten hat, dann reicht es schon aus, was man an Verteidigung hat, weil alle anderen, die halt bessere Soldaten haben, an einem so vorbeirennen. Und dann steht man hier halt mit, was weiß ich, sein Maximum 77er Soldaten oder Bogenschützen und Mauer. Und alle anderen, die dann da in dem Bereich sind, die sind halt viel, viel niedriger. Und man kriegt halt eigentlich ja auch genug Ressourcen durch die Gebäude, wenn man halt jetzt nicht angegriffen wird und immer Verteidigung wieder aufbauen muss. Und wenn da jetzt einer halt ist mit einer Mauer, die irgendwie 2, 3 Stufen höher ist, wie die Mauer von den Leuten, die drumherum sind, wie die Angriffsleute, also wenn, da gucken wir mal am besten bei 4M7 rein, da kann ich das, glaube ich, anschaulicher erklären. So, also wir haben, also jetzt rein spekulativ, einfach mal jemand, der hat hier seine Mauer auf, naja, sagen wir einfach mal, wo kostet sie noch nicht ganz so viel? Hier sind die Kosten. Hier, das ein Tag Bauzeit ist jetzt noch ohne Arbeiterquartier gerechnet, das heißt, er hat sie auf Stufe 9. Das ist der trotzige Schutzwall, Stufe 76. Der ist ja jetzt wirklich nicht so schwer. Und um den zu knacken, also wenn er da jetzt hier mit den 77er rein will, dann müsste der andere schon Schmiede 10 haben, um daran vorbeizukommen. Aber Stufe 9 wäre halt realistisch, wenn da jetzt jemand gleichwertig ist, dass der mit 70er kommt. Das heißt, er bräuchte ja mindestens 2 oder 3 Leute, um da durchzukommen. Aber wenn er halt sich wirklich so zurückfallen lässt und alle anderen da noch viel niedriger sind, dann haben die da vielleicht nur 62er oder 55er Soldaten. Und mit 55er Soldaten, wenn da dann vielleicht noch, was weiß ich, 10 Bogenschützen stehen, da kommt da keiner durch. Von daher hat man einfach so eine richtig dicke Def, dass man da nicht angegriffen werden kann. Und deshalb kann man hier unten dann ganz in Ruhe ausbauen und hat dann mitunter hier, wo man seine Ruhe hat, viel höhere Ausbaustufen wie jemand, der jetzt irgendwie oben in den Top 100 ist und ständig angegriffen wird. Ja. Also hier unten sieht man ja auch noch welche mit 120 oder so. Also die fallen ja hier wirklich schon so ein bisschen raus. Und viele machen da halt so die Taktik, die lassen sich halt erstmal zurückfallen, bis die Festung auf 15 ist. Und dann bauen sie halt alles ganz gemütlich aus. Und da ja dann zu dem Zeitpunkt das Arbeiterquartier auf Maximum ist, ist es ja egal, verliert man nicht mehr so viel Bauzeit. Und dann rollen viele das Feld von hinten auf, weil sie halt in der Zeit hier nicht viel Verteidigung bauen mussten
wo die Verteidigung halt viel Bauzeit hatte, sondern dann fangen sie halt, wenn sie Arbeiterquartier auf 15 haben, an Schützengilde, Mauer und Turm nochmal richtig hochzuziehen, dass sie halt ähnlich hoch ist wie welche, die in den Top 100 sind. Und sie sparen dadurch halt viel Zeit, auch ohne Pilze zu investieren. Oder halt sparen auch Pilze. Und dann fangen sie an, Kämpfe zu machen. Und gewinnen die natürlich auch. Und weil am Anfang da unten nicht so starke Devs der normalerweise sind. Und dann kann man sich schön nach oben kämpfen. Ja, also es sind so ein paar Taktiken, die es so gibt. Aber ich quatsche schon wieder viel zu lang. Und ich muss ja gleich auch noch hier meine Festung ausbauen. Deshalb mache ich jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, jetzt ist es gleich soweit. Nein, nicht der tolle Angriff auf den Avenger. Die Schatzkammer ist gleich fertig und ich bin echt noch am Überlegen. Ich habe jetzt noch mal geguckt, wir hatten ja gerade so richtig viel Glück beim Glücksrad, dass wir eigentlich genug Stein hätten oder haben, um das Ding hier auszubauen, sofort auf Fertigbau zu klicken und dann das Ding hier zu starten. Allerdings gibt es da ein Problem, mir fehlen die 1200 Pilze. Ja, von daher gibt es da mehrere Möglichkeiten. Einerseits, ich starte die Akademie, kaufe mir morgen die Pilze, beende das Ding dann und baue dann die Holzfällerhütte. Oder ich baue einfach wie immer noch die Mauer, aber eigentlich ne Mauer. Oder ich baue einfach die Holzfällerhütte. Da verliere ich dann auch kaum Holz und Stein. Also Holz hätte ich dann auf jeden Fall erstmal genug für die nächsten 6 Tage, um auch immer noch schön aufs Suchen zu gehen und so. Das könnte halt höchstens passieren, dass ich dann so ein bisschen viel Stein kriege und mein Steinlager voll wird. Was ja aber auch kein Problem ist, weil, denn wenn das Ding fertig ist, dann kann ja mein Steinlager ruhig voll sein, weil ich kann ja eh keinen Stein mehr von hier darüber schieben, aber Stein, das ich kriege, geht ja auch rüber über das Limit. Von daher denke ich mal, wäre es eh am sinnvollsten, das erstmal zu machen, weil ich kann das Ding nicht ausbauen, weil da fehlt mir jetzt auf jeden Fall das Holz, also ich kriege keine 12 Millionen Holz, während ich die Holzfällerhütte ausbaue. Und genauso bei den Magiern, das ist eher unwahrscheinlich. Das Einzige, womit man denn noch ein bisschen was machen könnte, wären die Soldaten, obwohl das völlig so eine sinnlose Investition wäre. Also von daher steht es fest, wir bauen jetzt gleich das Ding hier aus. Aber vorher machen wir noch schnell einen Kampf hier. Da können wir mit 3 Leuten einreiten. Oder warten wir noch ein bisschen, bis es voll ist. Wir warten und hoffen, dass kein anderer angreift, wenn ja wohl alle schlafen. Hey, schnell abholen das Holz. Kann ich es nicht abholen? Ach, ich hätte lieber eher auf Baum klicken müssen, habe ich jetzt schon wieder bestimmt 3 Pilzsekunden vergoldet. So, am 3.3. um 11:13 Uhr. Auch eine schöne Zahl. 3 Dreien und 3 Einsen. Und nur 900 Pilze. Wirklich? Mal gucken, was er macht. Oh, zu wenig Pilze. Tja, da muss ich mir wohl neue besorgen. Ich armer, armer Lümmel. Ah, stimmt, wir haben jetzt die Schatzkammer. Damit ich das nicht vergesse, räumen wir hier gleich mal so ein bisschen um. Da habe ich dann auf jeden Fall erstmal wieder schön mehr Platz. Das finde ich auch cool. Also, Schatzkammer jetzt 2 Level ausgebaut. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt mit den 2 Plätzen. War eine gute Entscheidung. Bringt schon mal so ein bisschen Komfort. Ah, jetzt machen wir hier mal den Angriff, bevor da irgendwer anders uns den wegschnappt. Eins, zwei und da brauchen wir den dritten. Alles richtig gemacht. Und da könnt ihr jetzt mal die Differenz berechnen. Seht ihr genau, wie viel ich gewonnen habe. Und der Avenger, der macht jetzt halt die Taktik, die ich auch schon mal erwähnt hatte. Man baut einfach keine Def mehr auf und lässt sich regelmäßig abfarmen. Dadurch sind die Ressourcen hier unten immer sicher. Das Einzige, was einem geklaut wird, sind halt die Sachen hier im Steinbruch und davon ja nur die Hälfte. Und man kann es ja auch ab und zu mal in Sicherheit bringen. Also jetzt, wenn man schläft, natürlich nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man vielleicht, also diese Taktik lohnt sich für die meisten auch, wenn man eins von den Ressourcengebäuden ausbaut, weil ich könnte jetzt zum Beispiel sowieso kein Holz verlieren, wenn meine Def weg wäre.
und ich schon mal geplündert worden wäre, sondern halt nur Stein und da greifen dann vielleicht auch nicht ganz so viele an und man kann ja regelmäßig mal draufklicken. Das Einzige, was die halt kriegen, sind die Sachen und dadurch mache ich mich natürlich jetzt noch ein bisschen attraktiver, weil die kriegen dann nicht 19.000, also wenn die jetzt von der selben Stufe mich angreifen, nicht 19.500, sondern 30.000. Was für einige dann vielleicht schon die Entscheidung ist, ich greife an oder nicht. Aber darüber mache ich mir heute keine Gedanken mehr. Ich glaube, die 25 Minuten hier werde ich nicht mehr abwarten. Ich muss in 6, 5,5 Stunden aufstehen. Von daher euch einen wunderschönen Tag, mir eine wunderschöne Nacht mit Betty Bettdecke und euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.